der 1929 in Dienst gestellte Dampfer St. Louis, der Hapag in Hamburger Hafen. Moin, das Hamburg damals, der Kanal, wenn es um die Geschichte der Stadt Hamburg geht. Abonniere den Kanal, like und kommentiere und share das Video. Der Dampfer wird von dem Schlepper Morwerder aus dem Hamburger Hafen geschleppt. Der Transatlantik-Dampfer bot Platz für 970 Passagiere, wovon 270 auf die erste Klasse, 287 auf die zweite Klasse und 413 auf die Touristenklasse fielen. Bekannt wurde das Schiff vor allem durch die Ehefahrt vom Mai bis Juni 1939, als es St. Louis mit über 900 jüdischen Menschen an Bord Hamburg verließ. Die Passagiere wollten vor den Nazis flüchten. Kuba nahm 29 Flüchtlinge auf, die USA und Kanada verweigerten den Flüchtlingen die Einreise komplett und am Ende nahmen Großbritannien, Frankreich, Belgien und die Niederlande die Menschen auf. Durch die Besetzung der Niederlande, Frankreich und Belgien gerieten viele der Juden allerdings wieder in die Hände der Nazis. Mindestens 254 Menschen von ihnen wurden im Holocaust ermordet. Auf diesem Kanal findest du täglich Einblicke in die hamburgische Geschichte. Vergesse nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu teilen. Dankeschön.